Leute, was geht ab? Sepp am Start mit einem etwas anderen Video als sonst. Ich dachte mir, den einen oder anderen könnte es interessieren und deswegen, hey, teilt es mal mit der Community, damit ihr mal einen Einblick bekommt, wie das Ganze hinter der Bühne so alles ausschaut. Also man sieht mich vor dem Gesamtsieger stechen und ich fange jetzt gerade an mit meinem Aufwärmprogramm, also mein Aufpumpprogramm eher besser gesagt. Und wie man unschwer erkennen konnte, habe ich mit Bizep Curls angefangen, weil hey, jeder will ja den dicksten Bizeps auf der Bühne, deswegen ganz klar mit Bizep Curls anfangen. Nein, Spaß, ich habe einfach Freestyle, einfach Übungen aneinandergereiht, egal was, jede Übung habe ich eigentlich reingepackt, als Zirkeltraining, also ohne Pause, dann direkt wieder von neuem, also Bizep, Shrugs, Rudern, Seitheben, alles mögliche halt immer, ohne Pause, 20 Minuten durchgeballert, sage ich mal. Und warum macht man das? Ja klar, weil durch den Pump sieht man halt viel massiver aus und das Problem bei der ganzen Sache ist eben, durch den niedrigen Körperfett und dadurch, dass man eben kaum Kleidung anhat, logisch, war mir in dem Moment halt verdammt kalt und bei mir ist es so, wenn mir kalt ist, dann habe ich direkt gar keinen Pump und meine Adern verschwinden komplett. Deswegen muss ich mich hier extra mehr aufwärmen als die meisten anderen, irgendwie glaube ich. Die meisten hatten nach 5 Minuten schon den perfekten Pump. Ich musste da locker 15 Minuten dadurch trainieren, sage ich mal fast schon, eine Trainingseinheit absolvieren, bis ich halt den guten Pump hatte. Ist Pump für den Muskelaufbau entscheidend? Nee, gar nicht, überhaupt gar nicht. Aber hier geht es ja auch gar nicht darum, Muskeln aufzubauen, sondern das, was man hat, eben nochmal schön mit Blut zu durchbluten, damit man eben massiver und voller aussieht. Wie ihr seht, sieht es da auch ziemlich unordentlich aus. Ich kann sagen, meine Schuld war es nicht, meine Ecke war picobello sauber. Aber da waren einfach 13, 14 Stunden lang immer wieder Athleten und deswegen, ja, sieht es ein bisschen drunter und drüber aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch, kommentiert, abonniert, shared das mit euren Freunden, shared das mit der Welt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen extrem geilen Tag. Peace out.